Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass ich was essen wollte, bevor ich weiter Aufnahmen mache. Und das habe ich auch getan. Bin jetzt also frisch gestärkt. Ich glaube, ich werde mal hier noch ein bisschen mehr mein Licht anmachen. Ich habe einen Dimmer. Verbraucht so mehr Strom, aber ich finde es ganz angenehm, wenn man entscheiden kann, wie viel Licht man hat. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen heller. So. Und ich ziehe meinen Pullover noch aus. Und dann... Ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Flachschuss nicht mehr so effektiv wäre. Ich habe mir jetzt noch während des Essens ein FIFA 18 Video angeschaut von jemandem, der gut spielt. Und der hat eigentlich jedes Tor mit einem Flachschuss gemacht. Hatte zwar auch einen deutlich besseren Spieler, aber also einen besseren Stürmer, aber ja, also es liegt an mir und nicht am Flachschuss. Der scheint immer noch sehr effektiv zu sein, wie es aussieht. Und ich habe ihn entweder schlecht eingesetzt oder in den falschen Situationen. Und ich glaube, ich schaff's auch immer nicht beim Flachschuss. Wenn ich einen Flachschuss mache, muss man ja zweimal auf Schießen drücken. Und das erste Mal Schießen, darüber lädt man auf, wie stark der ist. Und dann muss man nochmal auf Schießen drücken, damit er das halt flach macht. Und ich schaff's eigentlich fast nie, den krasser aufzuziehen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem bei mir, dass ich den dann immer oder meistens zu schwach schieße, also mit zu wenig Power dahinter. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt sowieso erstmal in erster Linie auf meine Abwehr und weniger auf den Angriff, einfach weil... das wichtiger ist, logischerweise. So, Weiß gegen Rot. Zweite Runde, jetzt geht's langsam um die Wurst, weil wir waren noch nie in der zweiten Runde und ich will unbedingt gewinnen und weiterkommen. Und eine ganz gute russische Mannschaft mit zwei nicht seltenen... Oh, krass, Akinfeev, war mal so gut. Jetzt ist er noch ein 79er Torhüter. Traurig. Ja, aber russische Liga an sich ist halt relativ schwach. Die würde ich auch niemals spielen. Die war mal vor ein paar Saisons ganz gut, aber mittlerweile... So, konzentrieren. Vor allem in der Abwehr. Hoffentlich ist er... Ach so, ich wollte mal hoher Druck testen, weil hoher Druck, das müssten ja eigentlich meine Spieler ein bisschen aggressiver verteidigen und das könnte mir ja... Schade. Das könnte mir ja entgegenkommen. Glück gehabt. Hätte auch gut drin sein können. Oh, da beißt er noch gar nicht mal aus. Oh, da decke ich doch komplett ab. So, Bender ist mir ein bisschen zu langsam, um da über außen durchzugehen. Okay, jeder hat einmal Alu geschossen, ausgleichende Gerechtigkeit. Puh, Glück gehabt. Also ich verteidige wieder scheiße, finde ich. Krieg einfach nicht diesen Zug zum Gegner, wie ich ihn gerne hätte. Traoré super klein und gewinnt trotzdem das Kopfballduell, sehr gut. Ja! 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 War natürlich... Ach, Abseits, scheiße. Oh, fuck! Ich habe mich genauso gefreut wie Hintep. Der hat's aber schneller realisiert als ich. Dass das kein Tor war. Dass er am Abseits stand. Naja.
Immerhin hat der Gegner nicht weiter durchrennen können, das ist das schon mal viel wert. Sehr gut. Das war mal gut verteidigt. Schön gesehen. Wieder schlecht ausgespielt. Einfach nur schlecht ausgespielt. Schöner Schuss von Traoré. Angriff war ganz okay. Ja! Nice! Schöner Schuss von Arangis und der macht das Ding dann. Vor allem schöner Schuss von Arangis und er macht das Ding dann. Das ist halt, weil sie doppelt das Gleiche. Oh, also bis zu dem Zeitpunkt jetzt gefällt mir mein Angriff besser, aber es wird auch einfach wieder am Gegner liegen. Und vielleicht auch nicht unhaltbar dabei, weiß ich nicht. Dann gehen wir auf Defensiv. Ach ja, stimmt. Ich muss mal darauf achten, wie es läuft mit hoher Druck. Bisher habe ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gemerkt, aber logischerweise, es verändert ja auch so ein bisschen das Angriffsspiel. Das war ganz gut, aber das ist halt, was ich auch finde bei FIFA 18, dass wenn man den Ball oder am Gegner dran ist und versucht den Ball zu bekommen und vielleicht auch irgendwie einen Fuß an den Ball bekommt, dann hat man trotzdem nicht automatisch den Ballbesitz. Es ist zwar in FIFA In FIFA 17 war das natürlich logischerweise auch so, ist ja auch normal, aber ich finde in FIFA 18 ist noch viel häufiger dabei der Fall, weil die Spieler viel träger sind und länger brauchen, um den Ball auch mal zu bekommen, finde ich. Also die reagieren einfach langsamer und später, wie ich finde. Einen kleinen Stellungsfehler drin, aber Hintep nimmt den Laufpass leider im Stand an und dadurch fehlt die Geschwindigkeit. Ich will eigentlich weniger über diese Distanzschüsse kommen, aber es bietet sich dann halt einfach teilweise an. Oh krass! Ich wollte natürlich schießen mit Kruse, das war eigentlich ein Kopfball, um im Tor zu schießen. Ich weiß nicht, warum man einen Pass draus macht. Was ich aber geil finde, ist, obwohl es ja ein Schuss war von Kruse, hat Bender reagiert. Normalerweise in FIFA 17 war es ja so, dass sie dann immer aus dem Weg gegangen sind, wenn man es als Schuss eingegeben hat, weil die dann dachten, oh, ich will ja den Schuss nicht abwehren oder sowas. Und haben halt nicht realisiert, dass sie einfach mal den Fuß ranhalten sollten, um im Tor zu schießen. Das war jetzt richtig geil gemacht von Bender. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob Bender von alleine geschossen hat oder. Schade. Oder ob mein Befehl zum Schuss geführt hat. Also falls das. Es könnte ein CPU-Tor gewesen sein, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Weil ich habe, denke ich, auch auf Schießen gedrückt im Moment. Okay, also das ist mal ein Spiel, wo ich doch gut dominiere, muss ich sagen. Es ist das erste Spiel, wo ich gerade jetzt hier in der Qualifikation, wo ich gut dominiere. Das macht mir Hoffnung. Und das, obwohl es schon das zweite Spiel ist.
Er hat auch einen sehr langsamen Spielaufbau, das kommt mir natürlich entgegen. Ach, hätte ich auch besser verteidigen können. Der hätte halt nicht so frei zum Schuss kommen dürfen. Aber immerhin habe ich schon zwei Tore, das heißt, ich führe immer noch. Ja, das war ein überhasteter Abschluss, der war dumm. Wenn der reingegangen wäre, wäre krass gewesen, weil es war keine gute Idee, da abzuschließen. Oh, schön gemacht von Bender. Also Bender gefällt mir. Ich glaube aber beide Bender gefallen mir gut. Der im Mittelfeld und der in der Abwehr. Es war halt wieder so ein Ding, da bleiben die einfach so merkwürdig stehen, die Spieler, und machen nichts mehr, als wenn sie halt eine Stunde brauchen würden zum Reagieren. War natürlich auch ein sehr schlechter Winkel, aus dem er da abgeschlossen hat, aber gut, der andere Schuss war ein bisschen besser vom Winkel her, aber halt auch eher ein schlechter Winkel. Jetzt gefällt mir mein Spiel nicht mehr so gut. Das Gegentor hat so ein bisschen die Moral des Gegners anscheinend gesteigert und meine kaputt gemacht. Puh, zum Glück noch einen Fuß reinbekommen, da war natürlich viel zu frei. Schöner Schuss von Hector. Oder mit Hector. Oh, Brook steht vorne, das ist schön. Schade, das war nicht so schön. Und wieder, oh, das habe ich gemeint, habt ihr es gesehen? Ich schaff's, den Ball irgendwie zu stoppen oder halt in den Schuss des Gegners reinzukommen und dann bleibt er halt einfach behindert stehen und der Ball kullert da rum. Er hätte den halt niemals nochmal bekommen dürfen. Unverdientes zweites Tor vom Gegner. Aber egal, wir machen jetzt noch ein drittes, komm. Schwacher Pass. Wieder leider nicht im Ballbesitz. Was für ein Lacker. Ist das krass? Ist das krass? Oh mein Gott. Ist das unverdient, ey. Scheiße, Mann. Da habe ich noch davon erzählt, wie das Spiel ist, was ich ja am meisten dominiere bisher, und jetzt diese Scheiße, ey.
Ich habe ja gesagt, 2-0, ne? Kannst du vergessen. Ist noch lange nicht sicher. Gut antizipiert. Da sollte der Ball nicht hin. Sollte der Ball nicht hin. Ich bin natürlich auf totaler Angriff, deswegen bin ich jetzt hinten hier so frei. Noch keinen einzigen Abschluss wieder geschafft, seitdem der das dritte Tor geschossen hat. Krass abgelaufen. Er wird's wahrscheinlich gewinnen, wie es aussieht. Abgefälscht! Oh Mann! Hätte genau gepasst! So eine Scheiße, komm mal jetzt das Ding rein. Och nein! Fuck, fuck, fuck! Spiel hätte ich gewinnen müssen! Scheiße, 2-0 geführt! Oh, dann dreht er diese Scheiße. Oh, fuck! Oh, ich wäre im Halbfinale gewesen. Ich glaube, Kruse werde ich auf jeden Fall verkaufen. Es ist jetzt schon soweit. Hat mir auch in dem Spiel wieder eigentlich nicht wirklich auffällig, nicht wirklich gefallen. Fuck! Oh, das waren aber auch wieder ein paar Kacktore beim Gegner teilweise. Ach nein, jetzt hat sich tatsächlich jemand verletzt. Ja, hat noch einen Vertrag. Okay, das war's. Ja, Origi wird das erste Mal. Da haben wir dann auch einen schnelleren Stürmer. Das ist echt bitter, ey. Fuck. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu sammeln, um diese Niederlage zu verdauen. Um im nächsten Spiel nicht davon beeinflusst zu werden. Schön preiswert, wenigstens kein Wertverlust bei ihm. Ach, das ist bitter. Da ist, glaube ich, Rechtsfuß und hat 3 Sterne auf den schwachen Linken. Ich glaube 1,85 oder so. Tagesaufgaben, einfach nur spielen. Spieler, ach, dafür gibt's doch wieder nichts. 350 Münzen. Bronzeverträge, ach, sehr geil. Vor allem Bronzeverträge, wer braucht denn das? So, konzentrieren, was soll's, du bist rausgeflogen. Wie gesagt, ich gehe eh nicht davon aus, dass ich schaffe, mich zu qualifizieren. Ich hätte das Spiel gewinnen müssen, ob ich hätte können, weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht gekonnt in dem Moment. Es war mehr drinne wie immer halt. Und das mache ich jetzt mit der scheiß Verletzung hier, fällt mir gerade ein. Was hat er denn? Fällt eine Partie aus, Fuß. Habe ich denn irgendeine Heilungskarte? Ich habe 2 Heilungskarte, was habe ich denn?
Oh, ich habe sogar Fuß und Oberkörper. Na dann würde ich sagen, kriegt er die. Ist mir jetzt scheißegal, dass es plus 5 ist. Muss ja noch ein Spiel machen mit denen. So, konzentrieren. Man kann halt, egal wie gut man spielt, man kann, wie gesagt, als ich 2-0 geführt habe, ich hatte das Gefühl, ich dominiere den Gegner. Es war zu dem Zeitpunkt, denke ich, auch so. Aber egal wie gut es läuft, egal wie sicher man ist, dass man besser ist als der Gegner, sobald es nur, solange es nur 2-0 steht, kann man sich einfach überhaupt nicht sicher sein für gar nichts. Für gar nichts. Das muss auch mein Kopf rein. Dass ich da erst bei einem 3-0 quasi anfange durchzuschnaufen, weil ein 2-0 kannst du vergessen. Das ist halt ganz schnell mal ein 3-2, wie man jetzt gesehen hat. Schade. So, konzentrieren. Ach so, hoher Druck. Hat mir jetzt hoher Druck eigentlich gefallen oder nicht? Ich glaube, ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Wenn dann eher im Angriff als in der Abwehr. Der Bender schießt gerne Tore, kann das sein? Der Bender schießt gerne Tore, das ist krass. Das ist schon sein drittes, oder? Da muss man seine Innenwerte anschauen. Der hat auch auf gar keine gute Abschlusswerte. Ich meine, egal welcher Bender, das ist natürlich der Mittelfeldbender, logisch. Aber beide Bender, die Bender-Zwillinge, die haben keinen guten Abschluss. Also, das wäre mir neu. So, defensiv. Und wie gesagt, das 1-0 ist scheißegal. Klar, es ist geil, man führt, das ist immer gut. Aber wichtig ist jetzt dranbleiben und 2-0 nachlegen. Ich meine, ich ruhe mich eh nicht aus, aber es ist halt einfach noch gravierender jetzt als in FIFA 17, dass es wirklich so wenig zu bedeuten hat, dieses 1-0. Das war Glück. Flacher Schuss, flacher Schuss. Und diesmal war es richtig. Aber es war wieder das Ding, er war nicht wirklich drauf aufgezogen, aber es war auch ein schwerer Abschluss, ne? Also das hat man ja gesehen, er ist ja fast hingefallen beim Schießen. So, es steht nur 2-0, scheiß drauf, es lief jetzt gerade gut, geil, geil, geil. Aber ich brauche noch mindestens ein Tor, damit ich sagen kann, okay, und ins kurze Eck. Ich brauche noch mindestens ein Tor, um sagen zu können, okay, ich werde es wahrscheinlich gewinnen. Weil also in 3-0, wenn ich, also ich möchte nie in 3-0 abgeben, logisch. Schön abgefangen vom Bender. Vom Sven Bender. Lars ist im Mittelfeld. Ja, okay, jetzt bricht er bestimmt ab, der Gegner. Zweite Tor von Bender übrigens. Dieser Pass vorher, den man jetzt bestimmt gleich sieht, der war halt merkwürdig gespielt. Sonst hätte den nämlich Hintep reingemacht, den Ball. Naja, sieht man nicht mehr, schade. 3-0, also jetzt bin ich mir doch relativ sicher, das Spiel zu gewinnen. Das ist irgendwie krass, wie gut es hier gerade läuft. Das liegt aber vor allem daran, dass jeder Schuss ein Treffer bei mir ist. Aber ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich den Gegner gut oder schlecht finde, weil ich glaube, das ist gerade einfach sehr viel Glück, dass halt jeder Schuss drin ist. Ich habe noch nicht wirklich viel gesehen vom gegnerischen Spiel. Schöner Schuss von Arangis, mit Arangis, wie auch immer. Hätte ich mich aber, denke ich, noch besser zum Tor ausrichten können. So, Origi ist auf jeden Fall kopfballstärker als Kruse. Zwar kein Kopfballmonster, aber kopfballstärker. Oh, ich habe leider auf Einwurf gedrückt, das war jetzt nicht so geplant. Schön mitgelaufen mit Brooks. Okay, ich glaube, der Gegner nicht so gut. Weder beim Verteidigen noch im Angriff habe ich zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie gesehen, dass der. Ja! Das war wieder ein Flachschuss. Der ist nur abgehoben, weil ich ihn zu straff geschossen habe. Aber das wollte ich auch. Ich wollte extra einen Tick mehr aufziehen bei dem Flachschuss. Und er hat funktioniert. Nice. Auch schönes Auge für den freien Mann. Und dann mit dem Tipp. Flach ins lange Eck. Straff flach ins lange Eck. Ach so, das habe ich gar nicht nochmal nachgeschaut, oder? Ob Origi. Ach, das war ein Depp, das war gar nicht Origi. Aber ich hätte gar nicht nochmal nachgeschaut, ob Origi jetzt Rechtsfuß ist. Aber ich dachte, er wäre Rechtsfuß mit 3 Sternen auf dem Schwachen. Okay, 4-0, das ist bisher mein bestes Spiel vom Ergebnis her. Bender hat abgefangen, sehr schön.
Schade. Ja, Gegner spielt nicht gut. Ist aber auch mal schön. Das ist jetzt auf jeden Fall der schwächste Gegner, den wir bisher im Quali-Turnier hatten. Und jetzt 4-0. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Ding jetzt gewinne. Ich schaffe es auch nicht, die Bälle abzuschirmen. Geht zu aggressiv drauf. In der Defensive und hat jetzt keinen Bock mehr. Okay. Ich werde aber kein drittes Spiel mehr an der Aufnahme machen. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir sind auch schon über die 20 Minuten. Und... Ach Moment, was war nochmal? Tore, zwei Bänder. Vorlagen. Einmal Origi, Arangues, Bänder, Traoré. Ah, Bänder. Man hat ja sogar der eine Bänder dem anderen vorgelegt. Ich weiß es nicht. So, jetzt bevor ich es vergesse, schaue ich jetzt aber nochmal nach. Er hat kein einziges Mal geschossen. In FIFA 18, der Gegner, kein einziges Mal geschossen. Wie geil ist das denn? So, jetzt schauen wir aber nochmal nach, wie... Ja, Rechtsfuß, wahrer Fuß, 3 Sterne, alles klar. Bingo Bongo, okay, wir sind wieder im Halbfinale, sehr schön. Ich hoffe, vielleicht haben wir ja Glück und bekommen nochmal so einen Gegner. Das wäre sehr geil. Aber da jetzt wieder mit der... Calcio A, aber ich glaube, Quagliarella wird dann auch... Moment, was hat denn der eigentlich für Scorerpunkte bisher? 2 Spiele, 2 Tore. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich besser fährt mit einem Tick schnelleren Spieler. Aber gut, ich habe jetzt Origi noch gar nicht groß, also ich habe ja Origi noch gar nicht getestet. Ich weiß ja gar nicht, ob es so ist. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Mit, aber bisher hat mir jetzt Quagli, also hat einen guten Schuss auf jeden Fall, aber er hat mich jetzt bisher jetzt nicht so überzeugt. Ist auch, glaube ich, nicht so extrem dribbelstark. Nee. Von daher, und es gibt ja noch ein paar andere in der italienischen Liga, die ich dann denke ich mal testen werde. Wie viele Verträge hat er noch? Noch 5, also noch 4 Spiele. Haben noch einen Innenverteidiger, der 4 hat. Aber ich glaube, die meisten Spieler werden wahrscheinlich jetzt noch nicht ausgetauscht gegen bessere. Zumal ich schon wieder bei den neuen Informs den einen oder anderen... 30 Tore, nice. Ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Informs auf dem Schirm, die ich mir ganz gerne kaufen würde. Eigentlich sind es 2 Informs, aber ich werde mir wahrscheinlich nur einen leisten können von beiden. Da muss ich mal gucken, für welchen ich mich entscheide. Und ob ich mich überhaupt für einen entscheide, muss ich mal auch überlegen. Also ich kann mir ja nicht jede Inform kaufen. 30 Tore, Ziele mindestens 30 Tore diese Woche. Ja, das ist gut, weil das wird auch gar nicht, weil das ist ja nicht so einfach, 30 Tore. Das wird bestimmt einiges an Belohnung geben. Oh, 1400 Münzen, das ist echt nice. Squad Battle Intros. Absolviere diese Woche mindestens 4 Squad Battle Partien und erhalte 1 Stars im Blickpunkt Trikot. Ach, das ist mir egal, brauche ich nicht. Ach, es steht auch immer da, was man bekommt, oder was? Okay, wenn ich alles abschließe, was passiert denn dann? Dann werde ich ja wahrscheinlich irgendwas Geiles bekommen und ich brauche nur noch das. Absolviere diese Woche mindestens 4 Squad Battle Partien und erhalte 1 Stars im Blickpunkt Trikot. Und es geht noch einen Tag. Also ich werde jetzt auf jeden Fall die Turniere zu Ende spielen, weil ich will mir ja versuchen, fürs Wochenende zu qualifizieren und dann werde ich wahrscheinlich noch 4 von diesen Squad-Battle-Partien spielen, aber nur um diese Wochenaufgabe auszuführen, weil da muss man gegen die CBU spielen, da habe ich keinen Bock drauf, aber nur um diese Wochenaufgabe abzuschließen, weil ich gehe mal davon aus, da gibt es, wenn man alle Aufgaben abgeschlossen hat, gerade bei den Wochenaufgaben, die sind ja schwieriger, gehe ich mal davon aus, da gibt es dann eine ganz gute Belohnung, vielleicht ein Goldpack oder sowas. Ja. Hier habe ich auch alles geschafft. Da gab es ein Set, das haben wir abgerufen. Von daher, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxel, bis zum nächsten Mal. Tschüss.